Willkommen zurück zu Watch Dogs 2 Spieler für Robo und wir starten mal die Zodiac Killer Mission. Die man übrigens auch nur, glaube ich, im Season Pass bekommt oder als Vorbesteller. Ich weiß nicht genau. Nur da hat man die bekommen auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier? Da sollen wir was wecken. Hey, hat hier einer ein Kryptogramm rumliegen sehen? Ich frage für einen Freund. Interessante Strategie. Ich kann wecken. P8 sollte. Guck lieber bloß ne. Toll. Primate soll das Kryptogramm für die Cops knacken. Was nur wieder zeigt, dass die Cops keine Ahnung haben, was sie tun. Das darf Primate auf keinen Fall schaffen. Ich finde raus, was sie wissen. Viel kann's nicht sein. So, hier noch. Sie verfügt das Kryptogramm Leute, jetzt mal eins nach dem anderen. Ich brauch noch das Kryptogramm. Okay, T-Bone, bitte sehr. Ach du Scheiße. Kommt mir bekannt vor. Kannst du es lösen? Nicht aus dem Stegreif. Das braucht etwas Zeit. Vielleicht weiß Primate was, was wir nicht wissen. Was? Alter! Hört ihr das? Zentrale! Schaut überall nach! Bleib bei mir. Fest! Suchformation bilden! Bleiben Sie dran, Infos zum Verdächtigen folgen gleich. Uiuiui. Oh, guck mal, hier ist sogar eine Prime-8-Karre anscheinend. Ups. Upsi. Bisschen Sachschaden verursachen, das ist immer gut. Bei einer Verhandlung an. Hoppala. Gut, wir haben es geschafft. Wo soll man überhaupt hin? Nach da ganz oben. Ach du Scheiße, ne, dann gehen wir. Dann machen wir lieber Schnellreise. Den Weg will ich jetzt nicht fahren. Ich werde gerne die Mission in der kompletten Folge durchkriegen, wenn ich ehrlich bin. Dann steigen wir ein bisschen mal ab. So, hier gibt es nämlich noch einen Hackerpunkt auch noch. Das ist natürlich nice für uns. Jetzt sind schon so viele böse Buben wieder. Warum hockst du hier einfach so rum? Ist auch noch ein böser Bube. Oh. Den sollen wir hacken, okay. Warum sind hier so viele Gegner, frage ich mich gerade. Mädchen, du nervst. Primate. Fall doch nicht darunter. Ah, gut, da kannst du liegen bleiben, meinetwegen. Los, rück vor und finde den Bastard. Haben die mich jetzt gesehen? Erledigt. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Wir müssen da rein, okay. Meins. Was ist das da? Oh, kann ich in die Luft jagen, scheinbar. Das will ich natürlich lieber nicht tun. Ich hier von hier aus hacken. Lenny glaubt, das ist eine Nachricht von jemandem. Von wem? Wollte sie nicht sagen. Meinte, dafür sei ich zu jung. Tja, wir versuchen es nur mit Brute Force Taktik. Das wird ewig dauern. Wir brauchen den Datenaußenposten. Datenaußenposten? Ja, den. Hast du das gehört? Hört da jemand mit? Oh. Da wurden wir wohl entdeckt beim Hacken. Hey, wisst ihr was über den Datenaußenposten in San Francisco? Ich habe letztens was über eine Ölraffinerie mit neuester Datenverarbeitungstechnologie gelesen.
Kam von Galilei, glaube ich. Wozu braucht eine Ölraffinerie einen Supercomputer? Marcus, wenn wir was von der Rechenleistung abzapfen, dann kann ich das Kryptogramm im Handumdrehen knacken. Okay, Sonne sitzt der Raffinerie fahren. Ist die Raffinerie in der Nähe? Nö, natürlich nicht. Oh, ist sie weit weg. Ist ja unfair, gemein. So weit müssen wir fahren. So. Ja, ich hätte gerne meinen Kaffee mit dem Helikopter abgeholt. Danke. Für diesen tollen Service. Haben wir denn hier irgendwie was in der Nähe? Scheint nicht. Doch, da haben wir was in der Nähe. Cool. Natürlich sind da wieder böse Jungs. Sollte es natürlich auch anders sein. Wir brauchen mal ein Auto hier. Okay, wir müssen jetzt gerade so ver... Ah, warum kann ich nicht da durchfahren? Das ist so nervig. Schaden. Wir haben sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist auf dem Weg. Ich hoffe, hier rumzulaufen, du Arsch. Jetzt mit dir da hoch, Markus. Danke. Ja, ich bin nicht bewaffnet. Ich bin bewaffnet, Herren. Cops. Noch irgendwas? Scheinbar nicht, schade. Ich nutze ja schon wieder mit. Mann, Mann, mein Gott, ey. Immer diese Bullen, ey. Hoppala, könnte mir das noch passieren? Das ist überhaupt noch im Gebiet aus, wo es eigentlich noch was zu holen gibt. Ich will schon glatt machen. Was ist schon das? Die Bay Area? Achso, hier darf man nicht lang. Ah, okay, gut zu wissen. Finde, okay. Wie denn da? Mist, muss einen anderen Weg da rein finden. Hey! Ich hab die Party gesprengt. Kappa. Ist denn hier nichts Interessantes sonst? Ja, ich bin aus Reichweite, ich weiß. Blabiblub. So, ist da unten hin? Ja, ich weiß. Da kann man das nicht ausschalten. So nervig. So, Geld, Geld, Geld. Hier ist überall Geld angeblich. Da müssen wir irgendwie rein. Besser, wenn wir uns das Geld holen. Money, money, makes me funny. Wer arbeitet denn hier nach so einer Sprengung noch, bitteschön? Da ganz oben ist auch noch Money, okay. Steck mal die Waffe weg. Wir sind ja nicht böse hier. Sprengt zwar gerne Partys, aber man muss ja auch nicht übertreiben, ne? So, wie kommt man da hoch?
Hier rüber schon mit, aber dann nehmen wir die Drohne. So, da müssen wir irgendwie hin. Frage ist jetzt, wie am besten. Jetzt von hier so darüber springen, geht das mit Jumpy? Ich weiß nicht, ob wir Jumpy vielleicht von den Rohren aus da hochspringen. Puh, gute Frage, nächste Frage. Wir probieren es einfach mal. Was habe ich für diese Musik? Ja, ich glaube doch niemals. Vorhin kann man einfach hier runterfallen. Ich habe so auch keinen Bock für ein bisschen Geld. Ja. Bla bla bla, Joker, bla 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 bla. Naja, kein Bock. Wie sieht aus, als wäre hier ein Kampfgebiet? Ja, wir müssen jetzt mal rausfinden. Wie kommen wir jetzt hier unten hin? Ja, ich muss da irgendwie reinkommen. Ist mir schon klar. Das hat scheinbar nicht geklappt. Wie sollen wir denn hier reinkommen? Ach, man kann den Kran benutzen, um an das Geld zu kommen. Natürlich. Wie konnte ich nur so dumm sein? So. Ah, ich glaube, das Gebiet kenne ich auch noch aus einer anderen Mission. Ah, wie viel ich mich hier wiedererkenne, ey. Ist auch krass. So. Oh, ich hätte mich ja fast selbst gekillt. Ups. So, dann müssen wir jetzt noch da. So. Okay, es geht nur so schön, scheinbar. Also sollte aber trotzdem machbar sein für uns. So, zack. Dann brauchen wir unseren Jumpy scheinbar. Sehr schön. Das ging ja schon mal wenigstens leicht. So, wir runter würde ich sagen, oder? Sterben wir da? Ne, sterben wir natürlich nicht. Gut. Hattet ihr eigentlich irgendwas Tolles für mich dabei? Wenn ihr schon hier so tot rumliegt, dann könnten wir auch nochmal Geld geben, würde ich sagen. Nichts nutze, wir liegen den ganzen Tag hier nur rum, ey. Gut, aber wie kommen wir jetzt immer noch hier ran, ist die Frage. Wie kommen wir hier ran? Na, wie kommen wir in den Zodiac Killer? Mann, 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 was sind das für Explosionen hier heute? Hier rüber vielleicht. Jumpy? Bist du da durch? Ist hier irgendwie was? Ne, scheinbar nicht. Schade. Kann man hier irgendwie runterfallen oder rein oder so? Verstehe gerade nicht, wie soll man da reinkommen? Da ist ein Eingang. Ah, okay, wir fangen auf mal hier irgendwie so lang. Brauchen wir auf jeden Fall schon mal irgendwie einen Schacht oder so. Mal gucken, da scheint was zu sein. Ach, guck mal da. Gib mir Speed. Ups. Hallo, Zodiac Killer. Ah, das kann man auch von einem Jumpy hacken, das ist ja schön. Ich wusste gar nicht, dass die Dinge mit Jumpy hackbar sind. So, was haben wir denn hier? Okay, wo ist der Zugangspunkt? Egal, ich finde ihn schon. Okay, Ray, mach dich bereit für den Turbo. So, zack. Und wie auch immer da ihr C2S-Ding hinbauen. Und? Verbindung abgebrochen, toll, aber... Was bringt uns das jetzt?
Hallo? Spürst du den Turbo-Ray? Oh, die reinste Augenweide. Und wir sind fertig. Das Kryptogramm ist geknackt? Okay, Jungs und Mädels, wir haben's den Cops gezeigt. Es ist ein Satz Koordinaten und eine Botschaft. Folge mir. Das scheint jemand gern zu spielen. Schick mir die Koordinaten. Ah, Kleiner. Da ist was nicht koscher. Danke, Dad. Ich pass auf. Okay. Bisschen Tonnen verloren, nice. Gut, wo müssen wir hin? Oh, noch hier hin, okay. Schauen wir uns das doch mal an. Ist er direkt hier? Geht's allen gut? Du hast mich gerammt. Ah, du. Bleiben Sie mal hier, Lady. So. Glaube ich ja nicht hier. So, dann nehmen wir mal unsere Drohne. Habe ich irgendwann noch einen Warnungszettel? Scheinbar nicht, okay. Oh. Ihr Gesicht ist verstümmelt. Der Zodiac-Killer ist wieder da? Das ist nicht möglich. Ich war ein Teenager, als Zodiac gewütet hat. Der müsste jetzt mindestens 70 sein. Wenn er überhaupt noch leben sollte. Wer immer das Arschloch ist, der bringt Leute... Wer immer das Arschloch ist, der bringt Leute um. Und er fordert uns heraus. Was hältst du hier von Ray? Ein Moment. Ich hab's. Finde diesen Scheißkerl, Marcus. Alter. Krass. Voll dead. Meinst du, ich mach dich nicht fertig? Ich hab Typen erledigt. Na komm doch. Komm hier, verdammt doch mal zurück. Hä? Hey, jetzt. Mit diesen miesen Scheiß. Hast du ein Problem? Hey, bist du irre? Ich bin besser als du. Ich hab nicht Zeit für sie, die Welt. Ich würde ihnen gar nicht. Erfrischungstücher. Besorgt dir lieber welche, denn ich werde dich fertig machen. Interessant, was man hier alles machen kann, ne? Wirklich? Also echt? Okay, Pestelke, so soll es jetzt also laufen? Erledigen wir das hier schnell. So, ein Auftragskiller hier hinterher geschickt. Wo bleiben die denn? Ah, da kommen sie an. Einfach umgenutzt. Alter.
Herr Officer, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen. Was hat eine Granate dabei? Warte, da kommt eine Granate dabei. Wen schießt du? Der Hauptsache, er schießt einfach. Aua. Ciao, Herr Officer. Wieso fahren da jetzt Autos lang? Das ergibt keinen Sinn. Ja gut, so. Wir wollten Zodiac Killer suchen. Da haben wir schon mal einen. Direkt beim Geld. Nice. Warte mal, die haben wir doch sogar gemacht gehabt, oder nicht? Ja, so, ne, müssen wir den Code runter. Und jetzt nochmal Punkte, ja, okay. Für den Punkt und für den Zodiac Killer reise ich doch mal dahin. Ich finde den Zodiac Killer. Den gab es ja wieder schon in Watch Dogs 1. Da konnte man nur seine Taten bzw. seine Machenschaften halt aufdecken. So, ich würde gerne jetzt mal zu dem Punkt. Danke. Boah, 40 FPS nur. Die Performance ist echt nicht so geil bei dem Spiel, muss man einfach sagen. Okay, hier sind wieder böse Jungs jede Menge scheinbar. Ja, ich weiß, hier ist das Sperrgebiet. So. Oh, das war schon okay. Gut, dann haben wir uns das da wirklich verdient, Anführungszeichen. Oder warte, war hier vielleicht noch mehr? Wenn ich schon mal hier bin. Kernversion, könnten wir da machen? Wollen wir das da machen? Ich weiß nicht. Ich würde ja schon gerne mal einen Hacker, ein paar Leute hacken hier. Wollen wir nicht? Wir probieren es einfach mal. Ach man. Na gut, dann machen wir den Zodiac Killer. Das Gebiet hier kann ich eigentlich auch. Das aber ja, obwohl da will ich auch nicht spoilern. Müssen wir jetzt hier gucken. Einheit vor Ort, Code 2. In Ihrem Gebiet wurde ein mutmaßlicher Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet, Jungs. Passt auf euch auf. Alter, direkt so, er hat einen von uns getötet. Ist denn das egal, dass die Cops hier nur marschiert kommen oder was? Kann man eigentlich nach da oben, will ich auch immer wissen. Jetzt kommen die Cops nicht da rein oder was? Scheitert das echt daran, dass die Cops nicht hier reinkommen oder wie? Nop, so. Über uns ist das Money. Hier können wir hoch, okay. Ich will nur das Money haben, Leute. A little bit money, money, money makes me funny.
Aber hier kann ich. Ah, hier können wir mit dem Jumpy rein, okay. Den Jumpy erstmal zurückrufen. Jumpy? Hallo? Ja, warum? Du sollst einfach nur die Sicht hier ausmachen. Oh. Das ist ein bisschen tricky, hier darf man nämlich nicht runterfallen. Also man kann schon runterfallen, aber es ist halt doof. So, dann rufen wir Jumpy mal zurück und da hinten ist der Zodiac Killer. So. Hab ich ganz schön reingemusst. Na egal, wir haben uns wenigstens das Geld schon mal geholt. Oh Mann. Und so. Ja, genau. Hier spricht der Zodiac. Ups, scheiße. Jetzt hab ich's weggemacht. Ray, wie war das, als der Zodiac aktiv war? Ich war 10, als ich zum ersten Mal vom Zodiac-Killer gehört habe. Selbst draußen in Upstate New York dachten wir, er sei der Teufel in Menschengestalt. Macht unser Typ hier denn dir so große Angst? Nein, Kleiner, das ist nicht Zodiac. Das ist nicht Zodiac. Shit. Das ist geil. Die hat die Cops abgeschüttelt. Ernsthaft? Okay. Gut, dass du das geschafft hast. So, wollen wir noch was? Hier beim Salz haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir Nudeln haben. Aber Nudeln, sag ich schon. Boah, ist Ruckel einfach hier hinten. Haben wir noch was? Beim Crystal Spring Dam. Okay. Können wir in der Nähe reisen? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir erst hier in den Klamottenladen. Schnellreise, hallo. Danke. Mann, Spiel, ey. Vielleicht müssen wir am Ende sogar den Zodiac Killer stellen. Das wäre auch mal nice. Finde ich zumindest. Okay, warum ist die Ladezeit jetzt extremst lange? Warum hat hier niemand Geld? Doch, da hat jemand Geld. Stopp. Oh mein Gott. Lass mal deinen Money snaggen. Dann haben wir deine aus, sofort. Kleine Karre. Wow. So, lass mal den Scheiß ausmachen, ey. Dein Geld. Na, guck mal, hier kommt noch mal einer entgegen mit sehr viel Money. Ich will den da haben, hallo. Schnauze. Arschloch. So. Was war? Oh. Hoppala, hier. Hier waren wir, glaube ich. Oder? Macht ihn endlich unschädlich! Der fährt wie ein Wahnsinniger! Wo war der Zodiac Killer hier? War doch hier gewesen. Da muss ich das jetzt suchen. Ich muss das suchen. Oh nö. Ich wollte mich doch verarschen. Wow! Der Verdächtige flüchtet. Weg mit euch! Nein, mein Motorrad! Hallo? Oh, ist er dumm. Bitte nicht auf mich schießen, danke. Jetzt steig doch da ein! Hilfe! Nein, ich will nicht! Bitte, Officer! Zentrale,
nein, oh Mann. Ihr seht mich nicht. Vielleicht dahin? Oder hier? Wie sind die jetzt so schnell hingekommen? An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Ach, ihr fickt euch doch. Ah, mit dem mach ich schon ein Video, okay. Willst du wissen? Zentrale, wir brauchen noch den. Er ist von der Straße runter. Wir müssen ihn schnell erwischen. Mann, könnt ihr mich schärfer mal in Ruhe lassen, ihr blöden Cops? Ich blockiere den Weg. Nee, tust du nicht. Danke für eure Punkte. Boah, hoffentlich haben wir jetzt die Cops endlich abgehängt. Ruf die Cops, was? Ist mir gefolgt, okay. Was er war. Der seht mich nicht. Danke. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Geh weg, du scheiß Helikopter. Oh, Glück gehabt. Uiuiui, wo ist jetzt mein Auto? Jetzt ist mein Motorrad, da liegt mein Motorrad. So, wir müssen so der Killer finden. Aber das machen wir dann doch erst in der nächsten Folge, ist egal auf die Folgenzeit. Also, morgen geht's weiter mit dem so der Killer. Haut rein. Ciao, ciao. Control.